Sehr geehrter Herr Dr. Staudinger, herzlich willkommen bei uns. Sie sind Direktor der ZAMG, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Und in diesem Kontext beschäftigen Sie sich ja auch, beziehungsweise Ihre Institutionen, mit dem Klimawandel und gegebenenfalls auch Extremereignissen, aber auch allfälligen Umweltauswirkungen. Und ich möchte jetzt gerne mal ein paar Fragen an Sie stellen diesbezüglich und möchte mit dem Themenbereich Extreme beginnen. Zu den zentralen Aufgaben der ZAMG gehört ja auch die Bereitstellung von meteorologischen Daten. Wie paust sich denn da der Klimawandel durch? Man verfolgt das seit ungefähr 200 Jahren. Seit ZAMG gibt es seit 1851. Ja. Aufzeichnungen gibt es in Österreich seit 1767 und dann gibt es noch eine Reihe von Proxydaten, Daten, aus denen man klimatische Elemente gut rekonstruieren kann. Und man sieht aus diesen sehr langen Zeitreihen, man sieht, dass das Klima sich permanent ändert. Man sieht aber auch, dass in den letzten 30, 40 Jahren diese Änderung wesentlich stärker geworden ist, wesentlich rascher geworden ist und sich vor allem bei den Extremereignissen dann ganz deutlich gezeigt hat. Und das sind die verschiedensten Arten von Extremereignissen. Zum Beispiel mehr Niederschlag in kurzer Zeit, ja. Größere Zahl von Hitzetagen, aber auch bestimmte Kombinationen von einzelnen Faktoren wie Andauer von Wetterlagen, die auf den ersten Blick als Extremereignis nicht so gut erkennbar sind, aber dann von den Auswirkungen her absolute Extremereignisse sind. Ja, die Extremereignisse sind ja auch in den Medien immer sehr präsent. Ja. Und ändert sich denn für Sie als Zentralanstalt ein Prozedere, um eben auch diese Extremereignisse besser zu erfassen, die eben mit einem allfälligen Klimawandel in Zusammenhang stehen? Weil das Problem ist ja die Unsicherheit, die dadurch entsteht, dass solche Extremereignisse ja noch nicht lange gemonitort werden. Naja, nicht unbedingt, weil die Auswirkungen, die sind vom Monitoring her jahrhundertelang bekannt. Zum Beispiel im Bereich der Geophysik bei Erdbeben. Ja, haben wir eine Historikerin, die arbeitet daran, dass man aus Bauberichten, ja, aus Bauaufträgen, aus Zeichnungen, aus Skizzen sieht, was ist 1599 beim Erdbeben passiert. Ja. Und genauso gibt es in der Klimatologie sehr viele Proxydaten, wo man sieht, das war eine starke Dürre. Der Neusiedlersee ist ausgetrocknet. Und deswegen haben wir über die Schadensbeschreibungen eine sehr weit zurückreichende Zeitreihe, wo man sehen kann, was ist in diesen Jahrzehnten, Jahrhunderten passiert. Und wir sind seit 20, 30 Jahren schon daran, jetzt von einer reinen meteorologischen Betrachtung auf eine Auswirkungsbetrachtung überzugehen, um ein kompletteres Bild zu bekommen. Und so gesehen hat sich das permanent geändert in den letzten Jahrzehnten. Mit dem Klimawandel jetzt ist es besonders fokussiert worden. Es sind mehr und mehr Wissenschaftler bei uns an der ZAMG damit beschäftigt, diese Auswirkungen genau zu kennen, zu beschreiben, aber auch zu modellieren. Also wirklich vom Prozess auch noch die Konsequenzen letztendlich mit einzubeziehen. Frühwarnsysteme spielen da ja eine ganz große Rolle und die ZAMG ist ja auch führend und bereitet ja auch viele Daten vor im Sinne der Frühwarnung. Ändert sich da für Sie etwas in den Frühwarnsystemen im Kontext der Extremereignisse? Im System selber nicht natürlich. Das System muss so robust sein, dass jede Änderung in der Häufigkeit der Extremereignisse gut abgebildet ist. Was wir aber gemacht haben, das haben wir im Europäischen Verbund gemacht, wo die ZAMG führend war und eine Standardisierung betrieben hat, dass man weiß, ein Extremereignis hier, ein Extremereignis in Sizilien, in Norwegen, wird mit der gleichen Art und Weise betrachtet, analysiert und modelliert. Und wir waren beim Sendai-Prozess zum Beispiel, wo die ZAMG als Leiter der Delegation von vornherein schon in sehr viele Diskussionen eingebunden, wie man das Disaster Risk Rahmenprogramm, wie man das formuliert und wie man auch, und das ist jetzt für die nächsten Jahre extrem wichtig, wie man Schadensereignisse gut katalogisiert, um zu wissen, hier hat eine häufigere Auftrittswahrscheinlichkeit von bestimmten Ereignissen stattgefunden und hier haben sich Gebiete verschoben. Was früher im Norden passiert ist, passiert im Süden und umgekehrt. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind auch international tätig, auch im Sendai-Prozess, den haben Sie angesprochen. Wie schaut es denn aus? Welche Rollen übernimmt denn hier die ZAMG im Kontext des Klimawandels, aber mit dem Fokus nochmal auf Extremereignisse? Da kann man sicherlich auch differenzieren auf nationaler Ebene, internationaler Ebene. Na, wir sind einer der vielen Player. Also wir sind nur
ein kleines Zahnrädchen in einem Riesengetriebe, das aber sich über die letzten Jahrzehnte zwischen dem UN-Rahmenprogramm, das gegeben hat für Extremereignisse, zum Sender-Programm entwickelt hat und das jetzt wirklich im Vordergrund auch der politischen Betrachtung steht, wenn man Schadensminimierung betreiben möchte. Und was wir gemacht haben, haben wir gesagt, Standardisierung ist ein extrem wichtiger Punkt, dass man Schadensdatenbanken dann gut vergleichen kann, dass man das mit den WMO-Akteuren abstimmt und auch dort die ZMG eine wichtige Rolle, weil ich Präsident der Regionalassoziation bin. Und hier sind wir extrem daran interessiert, Frühwarnungen, aber auch Schadensdokumentation global möglichst effizient zu machen. Und dieses europäische System Metolarm, das wir entwickelt haben, das wird jetzt über die WMO global ausgerollt. Herr Staudinger, Sie haben ja einige Themen angesprochen. Was wären denn für Sie aus Sicht der ZAMG so die vier größten Wünsche für die Zukunft? Für die gleich ZAMG? Vier. Gleich vier, also, ja. Die vier größten Herausforderungen. Im vierten sagt man dann immer, ich wünsche mir noch vier weitere. Ja. Aber ich glaube, mit drei Wünschen kommen wir schon gut aus. Das eine ist natürlich die politische Unterstützung. Und die war in den letzten Jahren durch alle Minister, mit denen wir zusammengearbeitet haben, extrem gut. Dass das auch weiterhin so bleibt. Es steht eine Reform bevor, wo wir uns wahrscheinlich mit der Geologischen Bundesanstalt zusammen vereinigen werden. Und da gibt es sehr gute Möglichkeiten, Themen, die wir gemeinsam jetzt schon bearbeiten, dann im gemeinsamen Haus zu bearbeiten, wie Permafrost zum Beispiel. Das zweite ist ein gutes Zusammenwirken mit den Akteuren, die ergänzend zu uns in ähnlichen Feldern unterwegs sind. Und da sind die Universitäten ein extrem wichtiger Ansprechpartner, wo wir jetzt schon Dutzende von Projekten, also im letzten Jahr waren es über 107, mit Universitäten im In- und im Ausland zusammen gemacht haben. Und das dritte wäre, dass die Arbeit, die wir für die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung gemacht haben, dass die weiter so erfolgreich sein kann, weil ich glaube, wenn man die richtigen politischen Maßnahmen für die Klimaänderung setzen möchte, dann braucht es das Zusammenwirken von vielen Faktoren. Und da ist das Bewusstsein in der Bevölkerung der wichtigste Faktor. Ja? Dass die Industrie, dass die Wirtschaft mitspielt, ist der zweite, dass die politische Ebene dann darauf reagiert, ist das dritte. Aber dass die Bewusstseinsbildung weiter so fortschreiten kann wie bisher, das ist gerade beim Thema Klima extrem schwierig und extrem herausfordernd. Weil wenn Sie zuerst von Extremereignissen gesprochen haben, ja, wenn eine Lawine abgeht und es sind zwei Menschenleben zu beklagen, sind sofort 10 Kamerateams da, weil es sehr eindrucksvoll ist, weil es sehr rasch passiert und weil es mit unserem Aufmerksamsempfinden zusammenpasst. Eine Katastrophe und man macht dann Schutz und man kann gleich was machen. Und es hat dann Hier und Jetzt Komponente. Bei der Klimaänderung sind die Auswirkungen wesentlich massiver. Wenn man denkt, hunderte von Hitzetoten, die wir bereits jetzt gehabt haben, und diese Zahl wird sich in Zukunft verdoppeln. Aber das kommt nur sehr langsam. Und die Maßnahmen, die getroffen werden müssen, die gehen über viele Regierungsperioden hinaus. Also hier ist es wesentlich schwieriger, Bewusstsein und Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber wir merken es schon bei der Bevölkerung. Und ich bin fast jede zweite Woche jetzt unterwegs, auch im Sommer mit Vorträgen, wie sehr in der Landwirtschaft zum Beispiel, in der Versicherungswirtschaft, in der Energiewirtschaft das Thema bereits angekommen ist, wie sich diese Akteure dessen bewusst sind und beginnen darauf vorbeugend zu reagieren. Ich meine, der Klimawandel und Extremereignisse sind ja schon lange bekannt. Richtig in den Medien und im Bewusstsein ist ja eigentlich erst seit ein paar Jahren wirklich richtig angekommen auch. Sie als ZAMG haben das natürlich auch im Sinne Ihres Basisauftrages auch gemessen und beobachtet. Aber gibt es denn jetzt auch neue Aufgaben, die durch den Klimawandel und durch die Extremereignisse auch die ZAMG zugekommen sind, mit denen, die Sie vorher nicht in Ihrem Portfolio hatten oder haben mussten? Naja, die Auswirkungen, Betrachtung, Modellierung der Auswirkungen ist eines, was wir seit einigen Jahren jetzt machen. Das andere ist hauptsächlich bei den Bewahrungssystemen, aber auch bei Szenarienplanung. Größere räumliche und zeitliche Genauigkeit. Wir haben früher die Modelle auf, wie ich begonnen habe als Forecaster vor vielen, vielen Jahren, da hatten die Modelle einen Gitterpunktsabstand von 109 Kilometern. Das heißt, in Österreich gab es um die 10, 12 Punkte. Jetzt vom globalen Modell. Jetzt ist dieser Abstand rundgegangen auf 4,5 Kilometer. In der nächsten Phase geht es runter auf etwa 2 Kilometer. Bei den Nowcasting-Modellen sind wir bisher bei 1 Kilometer gewesen. Das geht in Zukunft runter auf 100 Meter. Und das geht bei der Vorhersage runter auf den Minutenbereich. Und diese Möglichkeiten, die durch bessere Beobachtungssysteme, Radar, Satellit vor allen Dingen, aber auch das Zusammenführen von verschiedenen Netzen, diese Möglichkeiten, die gegeben sind, die muss man möglichst rasch technisch in den Modellen umsetzen. Und das ist die Herausforderung. Herr Dr. Staudinger, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.